das Studentenmagazin. Unsere Themen heute: Mario Venzago, der Schweizer Star-Dirigent, zu Besuch an der Hochschule für Musik Karlsruhe. Und vegane Ernährung, ein gesunder Trend oder doch nur profitabler Markt? Mario Venzago ist ein international gefeierter Dirigent, der schon weltweit Orchester geleitet hat. Für die Musikhochschule Karlsruhe tauscht er aber gerne die große Bühne gegen die, sagen wir mal, etwas kleinere aus. Bereits zum zweiten Mal hat der Schweizer Dirigent für einen Konzertabend mit unserem Hochschulorchester zusammengearbeitet. Für die Studenten ganz klarer Vorteil. Aber wie ist es für den Weltdirigenten, wenn statt Berufsmusiker auf einmal nur noch Studenten vor ihm sitzen? Wir haben bei einem recht entspannten Mario Venzago nachgefragt. Ich finde eben, die Musiker, das ist mein Traum, sollten aus so einem Orchester herausgehen und sagen, ich will Orchester spielen. Er ist ein vielbeschäftigter Dirigent, der auf der ganzen Welt mit Berufsorchestern Musik macht. Und trotzdem hat Mario Venzago das Hochschulorchester der Musikhochschule Karlsruhe dirigiert. Ich wollte das auf keinen Fall. Als man mich gefragt hatte, ob ich das mache, habe ich gesagt, um Gottes Willen, das kommt überhaupt nicht in Frage. Aber der Herr Höll, der hat insistiert und hat einfach mit Engelszungen an mich herangeredet und mir auch gute Bedingungen geschaffen. Ich habe es überhaupt nicht bereut. Es ist was ganz anderes als mit einem Berufsorchester. Aber es ist auch toll, die Orchestermusiker von morgen schon jetzt kennenzulernen. Aber die Orchestermusiker von morgen lernen das Zusammenspiel nicht von allein. Sie brauchen jemanden mit viel Erfahrung, der seine Ideen und Vorstellungen weitergeben will. Wie vermittle ich Tradition? Wie vermittle ich Kultur? Also diese Brahms-Symphonien, die jedes Berufsorchester spielt, drauf hat und kann. Wie geht man an die heran, wenn man sie noch nicht kennt? Und was pflanze ich da? Da möchte ich nämlich etwas pflanzen für im eigenen Interesse, damit das, was wir erforscht haben schon in diesen Symphonien, was wir erlernt, was wir von den großen Dirigenten und Aufführungen mitgenommen haben, dass wir das nicht verlieren, nicht vergessen, sondern weitergeben. All das hat er selber einmal lernen müssen. Allerdings möchte er nicht die Methoden von damals anwenden. Zu meiner Zeit gab es dann so diese Repertoireproben. Irgendjemand hat halt einmal eine Brahms- oder eine Beethoven-Symphonie durchgeprescht. Das war erbärmlich. Ich habe das immer die Demontage der Meisterwerke genannt. Und ich finde das ganz schrecklich, wenn man das tut. Weil lieber weniger Orchester, aber dafür dann auf hohem Niveau, damit das Ideal eines Orchestermusizierens mindestens beschrieben wird. Im Laufe seiner Karriere hat Mario Venzago sein ganz eigenes Ideal entwickelt. Ich habe ein ganz klares ästhetisches Ideal und das ist das taktfreie, taktstrichfreie Musizieren. Ich möchte nicht, dass man 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ich möchte auch nicht, dass junge Dirigenten schlagen lernen, sondern ich möchte, dass man die Musik so, wie sie fließt, darstellt. Er weiß also genau, wie die Musik in Zukunft klingen soll. Genauso klare Vorstellungen hat er, wenn es um das Orchester von morgen geht. Von den Musikern, die auf Originalinstrumenten spielen, haben wir erlernt, wieder mit dem Bogen viel zu machen und nicht alles mit diesem Ketchup-Dauervibrato zu übergießen. Nicht, dass wir das Rad der Zeit zurückdrehen. Ich glaube, das Orchester der Zukunft spielt so, spielt schlanker, vibratoloser, links, rechts die ersten Geigen. Das ist das Orchester von morgen. Damit seine Probenarbeit dann aber doch nicht ganz so ernst und trocken wird, erzählt der Maestro gern. Bratscherwitze! Ja, ich habe ein Faible. Der größte Witz, ich bin ja mit der Bratscherin verheiratet. Also ich liebe die Bratschen. Das ist diese Mittelstimme, die Freaks aus der Mittelstimme. Das finde ich der Hammer, oder? Der kürzeste und eigentlich schönste Bratscherwitz ist für mich, es kommt der Bratscher zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich habe immer ein Pfeifen im Ohr. Und der Arzt sagt, haben Sie Applaus erwartet? Ich finde, dieses Orchester muss man weiterführen, auf jeden Fall. Mein Stab macht keine Musik, oder? Es sind die Musiker, die die Musik machen. Yeah.
Immer mehr Leute entscheiden sich inzwischen, ganz auf Fleisch zu verzichten. Tofu-Burger statt fettes Rindsteak. Inzwischen ernährt sich jeder 10. Deutsche vegetarisch oder sogar vegan. Um die vegane Lebensweise ranken sich aber viele Vorurteile. Die einen sagen, es ist viel zu teuer, die anderen, es ist überhaupt nicht gesund. Extra Herz informiert. Schokolade für 1,79 Euro, fleischfreie Gyros und Sojamilch. Fleischfreie Produkte sind mittlerweile mehr als bekannt und dass vegane Ernährung teuer ist, hat auch jeder mitbekommen. Trotzdem, vegan liegt voll im Trend. Aber ist vegane Ernährung wirklich so gesund? Oder nur eine Masche der Firmen, um mächtig Geld zu verdienen? Klar, dass Veganer selbst überzeugt sind, sich richtig zu ernähren. Ich nehme viel mehr Vitamine auf, Mineralien allgemein, Stoffe, wo halt essentiell sind, weil die meisten Menschen halt doch jetzt zu starkem Fleischkonsum neigen oder halt viel Fertigprodukte essen. Das ist halt also allgemein das gesellschaftliche Problem heutzutage. Vitamine aus Obst und Gemüse? Ja. Aber Kalzium oder Eisen haben ihre Hauptvorkommen in Milch- und Fleischprodukten. Also fehlen dem Körper wichtige Stoffe. Professor Dr. Ingrid Hoffmann kennt das Problem. Ich halte es für sehr sinnvoll, eine vegetarische Ernährung zu machen. Bei veganer Ernährung muss man noch mal genauer hinschauen, wie weit man da gehen möchte. Aber auch dann mit, wenn es junge Frauen sind, gebärfähigen Alter, dann müsste man gucken mit Eisen. Also es könnte schon ungünstiger sein und mit den Fettsäuren noch mal dann. Aber ob vegan oder nicht, mit beiden Lebensweisen kann man sich gesund und auch ungesund ernähren. Anstatt Fastfood kann man sich als Veganer nämlich auch mit Süßigkeiten ohne tierische Fette vollstopfen. Die meisten Veganer beschäftigen sich aber mit dem Thema Essen und ernähren sich deshalb bewusst. Und auch der Wunsch nach gesunder Ernährung hat sich in den letzten Jahren weiter verstärkt. Auch im Füllhornmarkt Karlsruhe informieren sich immer mehr Leute über den veganen Lebensstil. Was man in den letzten Jahren jetzt beobachtet, ist halt, dass die vegane Ernährung von Jugendlichen, jungen Menschen mehr praktiziert wird. Da brauchen sie nur in einen Bücherladen zu gehen und zu schauen, was an Büchern angeboten wird derzeit über vegane Ernährung. Das spiegelt ja auch immer wieder, was nachgefragt wird. Aber abgesehen von jedem Trend, vegane Produkte sind auch einfach richtig teuer, oder? Also ich muss sagen, ich gebe es nicht wirklich viel Geld für vegane Ernährung aus. Ich würde auch nicht sagen, dass es jetzt teurer ist als eine andere Ernährung. Ernährungsformen, es geht halt darum, dass man viel frisch kocht. Im Supermarkt gibt's Obst, Gemüse, ist es nicht wirklich teurer. Obwohl sicher viele Veganer so denken, eins ist trotzdem Fakt. Es gibt einen riesigen Markt für tierfreies Essen. Wegen der steigenden Nachfrage wird die Auswahl an veganen Produkten in Biomärkten immer größer. Hier gibt es extra Schilder, die eindeutig kennzeichnen, welche Produkte Sie bedenkenlos kaufen können. Von der veganen Nougat-Torte bis zum fleischfreien Grillset ist alles dabei. Viele Firmen haben sich sogar auf nur vegane Produkte spezialisiert. Vor allem Unternehmen, die bisher im Bio-Bereich gearbeitet haben, springen auf den Zug auf. Es gibt Firmen, die sich das auch von vornherein zum Ziel gesetzt haben, vegane Ernährung zu machen. Und dann dieses Koppeln von diesen Aspekten, einerseits ökologische Aspekte, dann aber auch mit auch ethische Aspekte dann als Firmenvision dann auch haben. Vegane Ernährung ist also wirklich ein moderner Trend, vor allem unter jungen Leuten. Und wenn man darauf achtet, wichtige Stoffe auf andere Art zu sich zu nehmen, ist vegan auch sehr gesund. Jedoch nicht unbedingt gesünder als eine ausgewogene Ernährung mit tierischen Produkten. Der Trend vegane Ernährung bringt eine riesige Nachfrage mit sich, auf die Wirtschaft natürlich reagiert. Der Markt mit veganen Lebensmitteln bringt Geld und das machen sich viele zunutze. Die teuren Preise im Laden haben jedoch weniger mit einer Strategie zu tun. Firmen, die vegan produzieren, geht es um Qualität. Und die Produktion ohne Tiererzeugnisse ist aufwendiger und deshalb teurer. Trotzdem hat man auch als Veganer die Möglichkeit, sich mit normalen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse gesund und preiswert zu ernähren. Okay, ich krieg's gleich hin. Lisa. Was ist denn los mit mir heute? Ich kann nicht mehr reden. Ja! Ja! Nicht getroffen. So. Das habe ich komplett improvisiert, hast du gemerkt?